Willkommen Leute, es geht heute wieder um das allseits beliebte Thema Vampire Diaries, logischerweise. Auf diesem Kanal ist nämlich der beliebteste Content, das wissen wir ja alle, ist ja Allgemeinwissen und ich habe heute wieder den lieben Costa mit dabei. Und damit willkommen auch meinerseits, ja, Vampire Diaries, natürlich der beliebteste Content, was ist Star Wars, was ist Supernatural, Game of Thrones, wenn wir die Vampire haben und damit würde ich sagen, gehen wir direkt zum dritten Platz und ich muss sagen, ich mag zwar Originals mehr, dennoch war Vampire Diaries bei Toten ein bisschen besser. Deshalb ist mein dritter Platz tatsächlich Elizabeth Forbes, also Sheriff Forbes. Kein Charakter, den ich jetzt so sehr mochte. Ich muss aber sagen, dass ihr Tod einfach viel mit sich gebracht hat. Selbst Damon hat getrauert, Caroline hat die Menschlichkeit abgestellt, wo auch viel passiert ist. Und allgemein war es auch ein Charakter, der eine gute Entwicklung hinter sich hat, von dem Feind von Damon zu dem Freund von Damon und halt eben die Mutter von Caroline. Deshalb muss ich sagen, ist das so ein Charakter, wo die Nachwirkungen nochmal trauriger waren als der Tod selbst. Deshalb finde ich ihn dann doch ein bisschen trauriger als viele andere, sogar Protagonistentode. Tatsächlich habe ich Sheriff Forbes auch auf dem dritten Platz, denn sie war halt am Anfang erstmal so ein Nebencharakter und ja, erstmal sogar ein Gegner von unseren Hauptcharakteren, sie hat ja auch die Vampire gejagt und erst später wurde sie dann auch durch Damon vor allem eine Freundin von der ganzen Gruppe und ja, vor allem weil sie so lange überlebt hat, auch immer wieder geholfen hat und diese Constant Connection hatte zu diesen anderen Personen, vor allem zu Damon, war es halt dann doch schon ziemlich traurig zu sehen, dass sie dann da so gestorben ist. Es war auch eine ganze Episode, die ihr gewidmet wurde, daher, das ist sehr, sehr gut gewesen. Es war also nicht ganz schnell und plötzlich gewesen, sondern es ging wirklich gut um sie und es war wirklich sehr, sehr schön in Szene gesetzt, vor allem damit Caroline, dass sie dann diesen Brief nicht gelesen hat. Es war schon sehr traurig. Es muss nicht immer überall ein Happy End geben und das haben sie ja sehr gut hinbekommen. Das stimmt, dass der Brief nicht gelesen wurde, war schon hart. Mein Platz 2 ist hier die Ehefrau von Alaric, Josette Laughlin, die ja, Mutter von den Zwillingen. Ich meine, es gab eine Hochzeit, es war schön, es war einfach Harmonie, es war ein Staffelfinale. Was wäre ein Staffelfinale ohne Kai Parker? Da kommt einfach der böse Bruder, tötet die schwangere Frau in dem Fall. Rick versucht, sie sogar umzubringen, was er nicht hinkriegt. Also, was war das bitte für ein Ende? Vor allem Rick war ja auch kein Vampir mehr. Man hat auch gesehen, wie ja, schwach er war, wie chancenlos er war in dem Moment, wie traurig er war. Und das ist auch das Krasse, was ich auch damit hier verbinde, weil sie hat ihn ja wieder zum Menschen gemacht. Sie hat ihn zurückgeholt, ihm einen Sinn gegeben. Und all das wurde dann einfach von Kai genommen. Und klar, Kai wurde dann ein bisschen random von Damon dann gekillt. Dennoch, also auch mit Bonnie und allem, was dann danach kam, wie er seine Familie fertig gemacht hat. Also Kai Parker, ein zu krasser Charakter an der Stelle. Und meiner Meinung nach einfach ein heftiges Staffelfinale. Ein sehr emotionales Staffelfinale. Auch die Lösung dann später, dass quasi dann Caroline die Mutter wurde, dass man die Kinder dann in ihrem Bauch gezaubert hat, also die Familie dann. Und es ist einfach krass und der gesamte Gemini-Zirkel-Plot, finde ich, war in Vampire Diaries einfach ein besserer Plot als die meisten. Gerade wenn ich da mit den ersten Staffeln vergleiche, wurde es teilweise, finde ich, ja nochmal viel besser. Und dieses Staffelfinale war für mich so wirklich, ja, der Moment, wo ich gemerkt habe, diese Serie gegen Ende wird nochmal richtig, richtig krass. Deshalb ganz klar Joe Laughlin auf Platz 2. Auf Platz 2 habe ich wie ein anderes und zwar ist es Enzo St. Jane. Und ich fand diesen Tod so dermaßen gut in Szene gesetzt. Es hat so gut gepasst. Denn gerade gegen Ende wurde ja auch Enzo in dem Fall sehr innig mit Bonnie. Und Bonnie hatte eh schon sehr viel verloren, was natürlich erstmal schade ist für den Charakter logischerweise. Aber ich fand das für die ganze Stimmung von der Serie perfekt. Dass man gegen Ende nochmal so richtig finster wurde. Die ganze 8. Staffel war ja eher so ein bisschen düsterer gehalten. Und dass dann Stefan nochmal wirklich böse wurde in dem Sinne. Und einen der Hauptcharaktere umgebracht hat. Auch noch die Art und Weise, wie es passiert ist. Wirklich so vor den Augen von Bonnie. Hat ihm das Herz rausgerissen. Das sah so krass aus. Und ich meine, er ist ja am Ende dann sowieso gestorben. Heißt, der Charakter hat dann am Ende schon irgendwo sein Verdienstende bekommen. Aber es hat so gut gepasst, gegen Ende hin nochmal so düster zu werden. Für die ganze Stimmung, auch für den Charakter Stefan an sich. Daher, ja, hat sehr, sehr gut gepasst. Und natürlich schade für Bonnie, aber ich finde, Enzo hat einen sehr, sehr, sehr krassen Tod bekommen, bei dem man sich echt dachte so, oh shit. Kann ich nachvollziehen. Ich war jetzt nicht so großer Freund von dem Perrin, irgendwie auch nicht vom Charakter. Er war irgendwie später auch irgendwie nicht mehr das, was er sein sollte. Er war ja so einer der besten Freunde von Damon.
hat einen ganzen Flashback bekommen und später war er so, naja, eher mehr oder weniger zusammengeschustert dann halt in Verbindung mit Lily Salvatore und dergleichen, dann mit Bonnie. Man hat, finde ich, gezwungenermaßen ihn noch relevant gehalten. Honorable Mentions an der Stelle bei mir wäre auf jeden Fall Rose, also ein Charakter, der nur kurz vorkam, aber ihr Tod war schon traurig, auch dass Damon quasi in ihrem Kopf kam und sie dann quasi da auch, ja, was Schönes erlebt haben und sich darüber ausgetauscht haben und dass sie dann auch noch über Elena geredet haben, sie auch später dann nochmal so ihren Segen gab und auch, dass sie allgemein ein sehr netter Charakter war, sehr guter Charakter war und sie starb halt ein bisschen random. Aber gut, ich meine, ihr Freund Trevor wurde einfach so vom Boss Elijah geköpft. Aber auch beispielsweise Haley war traurig. Oder auch Marcel, der ist ja danach wiedergekommen. Aber wo Elijah sein Herz rausgerissen hat, wusste man ja nicht sofort, ach, der wird safe zurückkehren. Man hat zwar erwartet, aber wo das dann kam, dass er halt schon längst diesen Trank getrunken hatte, wo das Vincent gesagt hat, hatte man schon einen krassen Boss-Moment, weshalb ich sagen muss, es ist im Nachhinein für mich halt eher ein sehr krasser Moment. Aber ja, Platz 1 haben wir sehr wahrscheinlich denselben Platz, aber ja, Elijah und Klaus, das Ende von Originals, wo sie beide beschließen zu sterben, wo sie beide auch beschließen, ja, an der Stelle Hope auch, ja, allein ihren Weg zu gehen, ihr wisst schon, you let me walk alone, also wirklich sehr, sehr trauriges Ende und gerade für diese beiden Brüder ein sehr tolles Ende. Dagegen habe ich hier Damon und Stefan, wo Damon hat alleine weiterlebt als Mensch, auch ein cooles Ende, aber das hier war wirklich unglaublich gut. Und danach nochmal Klaus wiederzubringen, muss nicht mal sein. Also selbst wenn man Legacies danach nicht mehr gucken sollte, selbst wenn man da die Serie beendet, ist es für mich das perfekte Ende. Und allgemein gehört zu den besten Serienenden, die ich so kenne allgemein, weil es ist einfach ein, ja, in sich geschlossenes Ende. Und man hat diesen Antagonisten Klaus genommen, den man eigentlich nicht unbedingt mochte. Ich mochte Klaus auch nicht so sehr bis zu diesem Zeitpunkt, kann ich für viele sprechen. Und gegen Ende habe ich ihn halt lieben gelernt, mag ihn vielleicht sogar mehr als beispielsweise Damon, Rick, wie der Charakter von Vampire. Und perfektes Ende für ihn, perfektes Ende für Elijah. Und ja, auch allgemein traurig, weil sehr viele von der Family tot waren. Und am Ende ja auch nur noch wenige blieben, wie Freya oder Marcel zum Beispiel für Hope. Ja, Honorable Mention, auf jeden Fall mir auch Haley, Tod Nummer 1 und Tod Nummer 2. Erstmal als sie das Kind bekommen hat, Hope. Und später als sie dann wirklich gestorben ist, beide sehr, sehr krass gewesen. Marcel Tod ebenfalls und auch Joe als Beispiel war auf jeden Fall auch krass, war relativ vorhersehbar, dass er da sterben würde, aber wie es dann dargestellt worden ist, war schon ziemlich krass auf jeden Fall. Und ja, Platz 1 sind wir natürlich gleich, Klaus und Elijah Michelson, Always and Forever. Es ist perfekt gewesen, die Musik war perfekt, die Szenerie war perfekt, es hat alles gepasst. Es gibt Leute, die mochten es nicht so sehr, weil sie dann dachten, dass Elijahs Tod eher unnötig war oder Klaus Tod eher unnötig war, dass nur einer von beiden hätte sterben müssen. Aber mal ganz ehrlich, wenn nur einer von beiden gestorben wäre und der andere weitergelebt hätte, dann wäre der andere nie wieder wirklich glücklich geworden. Denn die beiden brauchten sich immer irgendwie. Und ja, ohne den anderen wäre es einfach kein schönes Leben mehr für den jeweils anderen gewesen. Daher hat es perfekt gepasst, dass sie am Ende sich zusammen verabschiedet haben. Klaus hat sein Versprechen auch wieder eingelöst und sind zusammen von dannen gegangen. Hat perfekt gepasst. Es war, also es geht nicht besser. Also jeder Plot wurde im Prinzip dort beendet am Ende dieser Episode. Und ja, absolut geil. Was sind eure Lieblingstode gewesen? Welche waren am besten inszeniert? Welche fandet ihr vielleicht überhaupt nicht gut? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich mal sagen, lieber Costa. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung rein. Schreibt auch allgemein rein, wie sehr ihr überhaupt die Serie mögt. An der Stelle nochmal zu draußen Elijah. Bei Supernatural hat man ja auch Brüder. Ich fand die Lösung bei Originals besser an der Stelle. Aber damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn ihr gefehlt werdet. Aber passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.